FreeDXP ist ein neues Produkt. The focus of this is IT and marketing coming together for digital transformation. Omnichannel ist bei uns natürlich ein ganz großes Thema, wie bei den anderen Retailern auch draußen. Eins kann man, glaube ich, festhalten, irgendetwas wird kommen. Ich kann Ihnen sagen, dass was wir im Moment in Arbeit haben, toppt alles, was ich in der Vergangenheit bisher habe machen dürfen. An all diesen unterschiedlichen Touchpoints wollen wir eines. Wir wollen, dass der Kunde eine konsistente Markenerfahrung hat. Jetzt in der DXP, da sieht man, okay, das Material Design sieht gut aus, das Lexikon ist der richtige Ansatz. Was uns hier gefallen hat, ist sicherlich erstmal der technische Stack der Liferay-Plattform. Hat eine gewisse Nähe und Kompatibilität zu allen anderen Systemen, die wir heute schon im Einsatz haben. Wir haben im Liferay selbst über 550.000 Benutzer. Wir haben über 80.000 Organisationen, 26,5 Millionen Page Impressions auf die Suche. Für uns einfach das Portal der Wahl, speziell integrierte Funktionalitäten, Benutzermanagement, Asset-Management, Dokumentenmanagement. Seit der Zeit ist Liferay für uns unsere strategische Plattform, auf der wir sämtliche Webauftritte entsprechend aufbauen. Dieses Jahr stand alles unter dem Stern Digitalisierung und das Format unterstützt natürlich, was für die Digitalisierung wichtig ist, nämlich auch den kulturellen Aspekt, das heißt, dass man sich austauscht, interagiert, dass Menschen miteinander in Verbindung kommen. Ja, interessant war es heute, sag ich mal, bei der ersten Vorführung von Liferay DXP dabei zu sein. Das hat einen sehr interessanten Eindruck gemacht, das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Mit dem Liferay DXP, da kommt was Tolles auf uns zu, denke ich. Und ja, kann man sich nur freuen. Viele neue Inspirationen. Auch das Schulung sich auf jeden Fall nochmal lohnen. Ich habe heute sehr viele Aha-Effekte gehabt.